So, lass mich mal ganz kurz überlegen, was man da machen könnte. Will ich da hoch? Soll ich da hoch? Will ich es anders machen? Wahrscheinlich will ich es anders machen, genau. Ja, scheiße, ich will da überall lang. Oder kam ich von hier? Ich bin verwirrt. Ich bin gerade verwirrt. So, warte mal, wer ist jetzt wieder da? Die Sakura ist wieder da, die Hinoline ist wieder da. Der Justin muss da auch gleich wieder da sein. Oder ist da? Muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich kann da hoch, das bedeutet... Alles klar, ich weiß, wo ich lang muss. Hier ist einfach so schnell wie möglich durch. Ich brauche ja keine Zähne für Waffen-Upgrades mehr. Die habe ich ja jetzt alle fertig. Super. So habe ich mir das gedacht. Muss ich irgendwie da rein. Das bedeutet... Muss da irgendwie hoch. Muss den ganzen... Achtung, Alice, tut mir leid, dass ich dir jetzt ein bisschen unter den Rock pusten lassen muss. Aber so ist es nun mal. Wir brauchen den Auftrieb deines Schwebrocks, um hier hochzukommen und weiter zu gelangen. Ich weiß echt nicht, was ich mit den Zähnen machen soll. Weil ich habe halt alle Waffen-Upgrades, also von daher... Ja, sammeln für die Zahlen viel mit, ne? Chucky, die Mörderpuppe. Lass mich raten... Ich hab dich doch gehört. Ein Schweinchen namens Babe. Ah, da kann ich mir die Aufnahme mal wieder Spiele extrem stark angucken. Weil ich da wieder viel rausschneiden muss. Diese ganzen AFK-Dinger und so ein Geschiss. Oder die Sachen halt, wenn ich irgendwelche Endscreens oder so zeige. Obwohl, wir könnten eigentlich auch den... Ich weiß, ich brauche die Zähne nicht. Ich habe gesagt, ich lasse liegen. Aber mal im Ernst. Alles klar. Mit Brillen. Okay. Dieses Spiel. Dieses Spiel. Bitte nicht. What? 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 Bitte was? Och ne, ich kann es mir vorstellen, wo ich lang muss. Die Frage ist, will ich da lang? Ich befürchte, nein. Ich muss diese Dinger jetzt benutzen, okay. Um da hochzukommen. Ich wette mit dir, ich muss noch durch die... Hast du irgendwas Besonderes zu sagen, Grinsekatze? Wahrscheinlich nicht. Das Wunderland zu retten, bedeutet dich selbst zu retten. Oh, kannst du mir mal bitte etwas sagen, was ich noch nicht weiß, du Scheißkatze?
Sinnlos, ey, sinnlos. Oh, ja, okay. Hätte der Adler ja vielleicht andeuten können, dass ich da fliegen muss, in Klammern. Aber keine Adlerflügel. Das sind eher so Engelsflügel. Alter. Also wenn die Alice sich so ihr Puppenhaus vorstellt, dann aber ist Schicht im Schacht. Eigentlich ganz gut, kann ich meckern. Das stimmt ja. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Schubladen geil finde. Ich will auch so eine Schublade haben. Einfach machst du auf und da sind frische Steaks drin oder Koteletts. Ah, geil. Schon schön gemacht. Doch, trifft voll meinen Geschmack. Wer bist du denn? Alter. So, erstmal die kleinen Lümmel hier wegmachen. Hoffentlich kommen die kleinen nicht immer wieder. Alter, was geht denn hier ab? Der Typ nervt mich gerade ein bisschen. Mal wieder ist die Fokuskamera dein Feind. Hallo Puppi, ich bin hier, Alter. Ich will mit dir spielen. Die hat da ein fettes Herz in der Brust. Ich bin nackig, ich guck mich nicht an. Nackedei, Nackedei, wer ist denn ein kleiner Nackedei? Alter, was sind das für eine Monsterbraut, ey.
Alter. Hallo? Ich würde gerne mal Schaden machen. Danke. Alter, also langsam reicht's mir aber. Irgendwie kannst du... Ach, endlich. Boah, lecco mio. Alter Schwede, fick die Henne. Jetzt aber Schicht im Schacht, du. Boah. Ich würde da nicht einsteigen, Alice. Aber die Frage ist, hast du denn eine Wahl? Ich hätte gern jetzt noch so eine kleine Blume, wo ich mich mal voll heilen kann. Hallo, Mr. Kotelett. What? What? Nope. Ich will erstmal rein. Da hoffen wir, dass ich hier was finde, außer eine Flasche. Nee, na klar. Boah, dieses Püppchen hat mir echt... Vernichte, was dich zu zerstören droht. Och nee, mach Sachen. Entschuldigung, Katzen, Liebe hin oder her, aber diese Grinsekatze, die ist sowas von nichtssagend, sowas von sinnlos. Die hat sowas von keinen Plan, die labert einen Stuss. Natürlich vernichte ich, was mich zu vernichten droht. Macht Sachen. So, lass mich mal ganz kurz überlegen. Hier gibt es nämlich noch einen Rodundar-Raum, den würde ich gerne mitnehmen. Aber hier gibt es auch noch eine Blume. Da bleiben wir jetzt erstmal ein bisschen. Die kleine Schwester von Edward mit den Scherenhänden hier oben. Ist der Justin noch da? Ja, ne? Nein, ich bin nicht ganz voll geheilt. Mist. Oh. Keine Zeit zu verlieren. Ich gleich mal serviert oder so. Die ganzen Hände sind feucht. Vor dem muss ich noch da. Stimmt, vor dem muss ich ja davonlaufen. Alter, diese Wespen. Alter. Diese Täter. Ja. Aua. Oh, zum Glück. Ekelhaft. Komm, Alice, nicht trödel. Du hast schon den Zug verpasst. Ich versuche den Zug aufzuhalten. Ich will ihn nicht verpassen, du Affe. So. Ja, einen von diesen Räumen noch. Dann haben wir es. Dann haben wir ein neues Herzchen. Ein Rosenblättchen. Alter.
Erstmal die Hände trocken machen, ey. Das ist ja unglaublich. Alles voller Schweiß hier. Das Spiel ist nicht zu unterschätzen. An Schwierigkeit und so ein Geschiss. Nein! So, bin ich halt wieder hier. Nicht, dass ich das nicht innovativ finde, aber ich finde es gruselig, durch die Backen von dieser Puppe zu gehen. Ich will da nicht hin. Yo. Bitte größer. Ich habe auch schon eine Idee, was wir als nächstes streamen könnten, wenn Alice und Shadow of the Tomb Raider soweit durch sind. Das klingt jetzt vielleicht doof, aber so ist es. Alter, was ist denn das für ein Lümmel, ey? Ja, was auf jeden Fall auch noch kommen könnte, sage ich mal ganz vorsichtig, ist das Spiel Nier Automata. Der Jan nennt es immer Nahe einer Tomate. wäre auch ein schönes Spiel, was wir dementsprechend auch mal streamen könnten. Mal sehen. Ich denke mal, ich werde, je nachdem, wie ihr jetzt mir folgt, wird es wahrscheinlich habe ich jetzt gerade verschissen? Je nachdem, wie ihr mich halt gerade mit eurer Anwesenheit unterstützt, werde ich Alice heute durchspielen. Von daher haben wir dann schon mal eine Sache der To-Do-Liste runtergehauen. Lass mich raten, hier gibt es wieder... Aua. Wo muss ich denn hier lang? Nee, das ist eklig. Das, lieber Macher vom Spiel. Also ein Spiel ein bisschen krankhaft machen ist eine Sache. Aber das ist übertrieben. Weißt du, wenn man in den wenn man in den Schritt von dem einen Baby halt rein muss, wenn es halt ganz normal da sitzt, das ist okay. Naja, was heißt okay hier? Das war hier vorne schon mit der Tür ein bisschen gruselig. Aber das hier da hinten, das ist wirklich zu viel. Das ist zu viel. Und dann soll mir noch jemand sagen, ich sei pervers. Das. Und man kann sich es auch noch. Nein.
Bitte nicht. Dieses Spiel. Was habe ich mir da angetan? Ich dachte, es wäre cool. War es ja auch. Ist auch ein schönes Spiel. Aber das macht's wieder kaputt. Und wo kommt man raus? Man kommt hier aus dem Mund von dem raus. Ernsthaft. Vom Arsch in den Mund. Das hört sich auch noch falsch an. Wow. Wow. Bleib mir bloß weg, du Trummler. Natürlich treffe ich den Arschkeks nicht. Das ist cool, dass sie beide Dinger wegschießt. Ich glaube, die Albträume hat sie beim letzten Mal schon gekriegt, Sakura. So, jetzt wollen wir mal gucken, wo du Arschloch stehst. Da oben. Da was Schönes für dich, du Pisser. Verteidigen, die Dinger. Alter. Endlich. Ja, die Albträume sind vorprogrammiert. Ich meine, wir hatten das auf YouTube schon mal gestreamt, vor 2 Jahren, glaube ich. Und da hast du dich genauso beschwert, dass du echt Albträume vor dem Spiel bekommen hast. Zelda hat wieder abgeschaltet. Ach, gruselig. Wie gesagt, dann darfst du wahrscheinlich... dieses Spiel wird ja auch noch als Let's Play hochgeladen auf YouTube, damit man das in Ruhe nachgucken kann, in kleinen Häppchen. Wurde sich einfach mit Resident Evil gewünscht. Und sei froh, dass du da nicht mitgemacht hast, weil da habe ich mir selbst mein Sitzkissen gemacht aus brauner Knetmasse. Das war richtig eklig. Weiß nicht, ob du dir das angeguckt hast. Ich habe natürlich auch Resident Evil 3 auf der Wunschliste. Ist halt nur die Frage, ob ich das spiele. Ja, jetzt im bildlichen Sinn. Ich hatte da so Schiss, als ich mit Claire da rumgespielt habe. Es war halt schon lustig. What? Was? Ja, ich bin bereit. So bereit, wie man für sowas sein kann. Ja, das geht ja noch. Ich dachte, die Puppen bewegen sich noch mit. Das wäre echt weird gewesen. Nee, auf jeden Fall bei Resident Evil 2, ey, da kriegst du so einen Schiss, ey. Keine Musik sollte diese Untat verharmlosen. Ich glaube aber, wir haben es langsam durch, also fast. Relativ nah am Ende sein, meine ich. Alter, da habe ich heute Kinder neu erschaffen.
Sie aufbauen, sie zerstören, sie umgestalten, sie Neues lehren, Altes vergessen lassen. Yo, das ist meine Sakura-Faust. Bam, weißt du Bescheid, Saku, ne? Oh, da ist noch ein Redundantenraum. Den würde ich gerne mitnehmen. Für den Fall, dass ich vielleicht doch noch 3 von 4, 7 von 8 Schnauzen. Das geht eigentlich. Wir sind relativ gut durchgekommen. Ja, auf jeden Fall Resident Evil 2. Der Stream war schon ein bisschen hardcore. Och nee, nicht das da. Ich will das nicht. Und verkackt. Ich brauch das nicht. Kann man das überspringen? Ich muss mal ganz kurz was anderes anziehen. Ich habe zwar mein Hemden alles an, aber bei uns geht nachts die Heizung aus. Deswegen möchte ich mir gerne mal meinen Schlafgemach anziehen. Zum Glück habe ich die Facecam aus. Dürfte man gar nicht zeigen. Ich habe nämlich so einen richtigen Schlafanzug vom Opa. So ein richtiges Ding aus Polyester. Das ist schön gemütlich, aber das sieht auch genauso aus wie Omas letzter Liebling. Das ist irgendwie... Die Hose ist ganz chillig. Das ist, die ist easy. Aber die Jacke mit den Seitentaschen sieht aus wie ein Jackett aus Seide. Das ist schon irgendwie... Weirdo. Dafür bin ich eigentlich für so einen Schlafanzug bin ich 20 Jahre zu jung. Mindestens. Aber die sind so gemütlich, die Dinger. So. Ja, Waffen brauche ich aktuell nicht. Ich scheiß jetzt mal auf die... Wo muss ich lang? Warte mal, ich muss hier hin. Dann muss ich mich nach oben drücken. What? Nein! Ah, super. Warte mal, ich muss auch nach oben, ne? Das geht so auch. Muss ich nach da, ja, ne? Alter. Gruselig. Das Spiel ist schon sick as fuck. Innovation hin oder her. What? What?
Nö, bitte nicht. Also die Mosaikpuzzle oder Schach war ja ganz lustig. Obwohl, wir hatten ja bei Resident Evil 2 hatten wir ja eine kleine Besonderheit. Da gab es ja so ein Rätsel mit Schachfiguren. Diese Schachfiguren habe ich ja mit meinem richtigen Glasschach nachgebaut, um so das Rätsel zu lösen. War schon cool. Aber Resident Evil 2 ist natürlich extrem creepy. Nein, 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 nein! Das ist doch Kacke. Ich meine, zum Glück muss ich die Kanonen nicht nochmal neu einstellen. Naja, fast. Nee, eigentlich nicht. Nein, 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 ich bleib hier. Ja, das ist gut. Und jetzt hier lang. Das hat's ein bisschen gelaggt, das macht aber nichts. Jetzt will ich hier nur noch durch. Warte mal, hier lang, oder? Ich will mal ganz kurz überlegen. Erst hier lang. Keine Ahnung, warum die Hintergrundmusik jetzt aufgehört hat. Korrekt. Oh. Was? Ich hab's nicht formuliert. Naja. Ja, eine neue Rosenfarbe. Super duper. Now, focus. Where are you? I'm trapped in my past. Come now, Alice. It's only a dream. It's not a dream. It's a memory. Oh, my wonderland's shattered. It's time to put your blade to work.